Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Gesundheit, Karriere und Liebe an. Danach werfen wir noch einen Blick auf die Stellung der Planeten und ihre Bedeutung. Im Anschluss erkläre ich, welche Karte heute für Sie gezogen wurde und was diese für Sie bedeutet. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Gesundheit. Ein tiefes Gefühl von Wissen durchdringt Sie, und doch werden Sie damit allein nicht zufrieden sein. Bleiben Sie in Form, indem Sie Sport treiben und sich leicht und ausgewogen ernähren. Vermeiden Sie übermäßige Mengen an Brot und anderen Kohlenhydraten. Fisch, Salat und Hülsenfrüchte sind im Moment gut zu essen. Nehmen Sie viel Wasser zu sich und ruhen Sie sich aus. Während Sie diese Art von Disziplin in Ihrem körperlichen Leben durchsetzen, könnte Ihr geistiges und emotionales Leben abheben. Karriere. Ihre Stimmung ist heute nicht besonders gut, und es ist gut, dass Sie nicht arbeiten müssen, denn sonst wäre Ihre Stimmung noch viel schlechter. Wenn Sie dennoch arbeiten müssen, tun Sie Ihr Bestes, um mit Ihren Mitmenschen Frieden zu schließen, anstatt Krieg zu führen. Liebe. Sie haben heute die Gelegenheit, bestimmte Aspekte Ihrer Beziehung zu ändern. Obwohl Sie im Allgemeinen nicht gerne direkt in die dunklen Bereiche einer Partnerschaft eintauchen, insbesondere nicht in Ihre eigene, sollten Sie Ihr Bestes tun. Es mag nicht angenehm sein, aber viele brennende Fragen werden von Ihnen beiden geklärt werden, so dass später mehr Zeit für Spaß bleibt. Nun richten wir noch einen Blick auf die Stellung der Planeten und ihre Bedeutung. Die heutigen Aspekte bringen eine vollständige Neuausrichtung, beginnend mit dem Mond-Uranus-Quadrat und der Mond-Saturn-Konjunktion. Das wird Sie in eine tiefere Sphäre der Erschließung Ihrer emotionalen Bedürfnisse und Wünsche führen. Es geht nicht darum, was Ihnen in jungen Jahren beigebracht wurde. Stattdessen finden Sie die Lösungen selbst und setzen die Energie ein, um eine lang ersehnte Realität zu manifestieren. Für viele, die hart gearbeitet haben, um ihre Ziele zu erreichen, können diese Transite zeigen, wo die Menschen um sie herum egoistischer handeln als sonst. Es ist eine gute Zeit, um auf sich selbst zu setzen, bevor sie irgendetwas oder irgendjemand anderes tun. Die hilfreichste Maßnahme, die Sie ergreifen können, ist die Erledigung der Dinge, die Sie erledigen müssen, bevor die Mondwellen wieder anziehen. Wenn Sie heute Abend versuchen, etwas Neues zu beginnen, werden Sie das Gefühl haben, sich im Kreis zu drehen, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Zu den praktischen Plänen, die Sie heute berücksichtigen sollten, gehören Aktivitäten zur Selbstfürsorge, um Ihre Aura zu stärken. Die Arbeit mit Ihrem Unterbewusstsein kann auch vergangene Erinnerungen an die Oberfläche bringen. Dies ist ein tiefgreifender Tag für die psychische Entwicklung im Allgemeinen. Holen Sie also die Kristalle heraus, richten Sie Ihr Meditationskissen ein und seien Sie offen für alles, was sich Ihnen bietet. Die Karte, die heute für Sie gezogen wurde, ist der Kaiser. Der Kaiser deutet darauf hin, dass Sie diese väterliche Rolle übernehmen, unabhängig davon, ob Sie männlich oder weiblich sind, für Ihre Familie sorgen und Ihre Lieben beschützen und verteidigen. Vielleicht sind Sie der Ernährer oder der Fels für diejenigen, die sich auf Ihre Stabilität und Sicherheit verlassen. In ähnlicher Weise steht der Kaiser für eine mächtige Führungspersönlichkeit, die Respekt und Autorität einfordert. Status, Macht und Anerkennung sind für Sie sehr wichtig, und Sie fühlen sich in einer Führungsrolle, in der Sie andere befehligen und leiten können, am wohlsten. Als Führungspersönlichkeit regieren Sie mit fester, aber fairer Hand. Sie haben eine klare Vision von dem, was Sie schaffen wollen, und Sie organisieren die Menschen um sich herum, um Ihr Ziel zu erreichen. Sie hören auf den Rat anderer, aber Sie ziehen es vor, das letzte Wort zu haben. Konflikte schrecken Sie nicht und Sie zögern nicht, Ihre Macht einzusetzen, um diejenigen zu schützen, die Ihnen wichtig sind.
Und im Gegenzug werden diese Menschen Ihnen die Loyalität und den Respekt entgegenbringen, den Sie verdienen. Beanspruchen Sie Ihre Autorität als Anführer und Einflussnehmer und lassen Sie sich nicht von anderen herabsetzen. Der Kaiser spiegelt ein System wider, das an Regeln und Vorschriften gebunden ist. Sie schaffen Recht und Ordnung, indem Sie Prinzipien oder Richtlinien auf eine bestimmte Situation anwenden. Schaffen Sie Ruhe im Chaos, indem Sie jedes Problem in seine Einzelteile zerlegen und dann die Maßnahmen festlegen, die Sie ergreifen müssen, um es zu lösen. Gehen Sie systematisch, strategisch und gut organisiert vor und halten Sie sich bis zum Ende an Ihren Plan. Die Kaiserkarte steht auch für Weltwissen und Expertise. Im Laufe Ihres Lebens haben Sie wertvolle Weisheit und Lebenserfahrung gesammelt, und jetzt macht es Ihnen Spaß, jemandem, der davon profitieren könnte, Anleitung, Rat und Orientierung zu geben. Vielleicht sind Sie ein Lehrer, ein Trainer, ein Chef oder einfach ein guter Freund, der das, was er gelernt hat, gerne weitergibt, damit andere so weise und mächtig werden können wie er. Der Kaiser steht für eine feste, engagierte Beziehung. Aufgrund seiner Loyalität, Stabilität und Selbstdisziplin kann er das Zeug zum Ehemann haben, aber erwarten Sie nicht, dass er Ihnen Rosen schenkt oder irgendwelche romantischen Andeutungen macht. Er ist sehr praktisch veranlagt und wird sich darauf konzentrieren, sicherzustellen, dass die Beziehung auf einer pragmatischen Ebene funktioniert. Der Kaiser versucht oft, eine traditionelle, männliche Rolle in einer Beziehung zu übernehmen, in der er der Versorger und der Fels für sie beide sein kann. Meistens gibt ihnen das Kraft und Trost, aber es kann auch sein, dass er an der Grenze zur Anmaßung und Autorität steht, so dass sie in der Beziehung etwas Macht zurückgewinnen müssen. Nichtsdestotrotz kümmert sich der Kaiser als Partner um sie und übernimmt die Führung, Qualitäten, die sich viele in einer langfristigen Beziehung wünschen. Wenn sie auf der Suche nach Liebe sind, dann kann der Kaiser bedeuten, dass eine stabilere Figur in ihr Leben tritt und sie eine bedeutende und engagierte Beziehung erwarten können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne einen Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald.